Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Montag, den 23.05.2022. Und unser DAX zeigte sich zum Freitag sehr ausgeglichen, fast schon wie ein kleiner Ruhepol. Auch wenn die Bewegung natürlich schon etwas ruppig war, müssen wir festhalten, dass im Gegensatz zu dem, was zum Beispiel die Amerikaner abgeliefert haben, der DAX schon eine solide Leistung hingelegt hat. Ja, also wir erinnern uns zurück an den Donnerstag, an dem ich auch gesagt hatte, dass ich ihn nicht, also trotz dieser kleinen roten Abschlusskerze, ihn nicht negativ sehen würde, sondern mir gut vorstellen könnte, dass er etwas schwächer reinstartet und sich dann durchaus nochmal hoch an die 14.100 dreht. Und wenn er sich dort gut gehalten kriegt und das gut gemeistert kriegt, sogar auch vielleicht 14.250 abarbeiten kann. Wir haben gar keinen schwachen Start gesehen. Er ist direkt höher rein und hat das auch ziemlich gut gemacht. Also, er hat auch bis 14.100, der hat da oben 1A gestanden. Also, muss ich auch sagen, da waren so viele Short gewesen. Das ist aber die letzten Wochen immer mal wieder so gewesen. Ne? Das hat er wirklich öfter mal jetzt schon gemacht, dass man so sagen konnte: Okay, Sentiment wirkte irgendwie 100% Short auf privater Seite und er hat das dann trotzdem bedient. Aber so kommt er aus der Erfahrung nicht weit unten raus, dann halt. Ne? Also, das. Zieht er immer irgendwie wieder ein bisschen weiter früher hoch, wo die Leute dann denken, okay, bis dahin kann ich noch shorten und so weiter, dann dreht er sich wieder früher nach oben und steigt wieder weiter hoch. Und von der Ausgangslage muss man hier eben jetzt auch festhalten, weiß nicht, wo ist die letzte Woche reingekommen? 12. 13. Hier ist die letzte Woche reingekommen. Ist er nahezu auf Wocheneröffnung ein bisschen höher rausgegangen, auch Tagesschluss ein bisschen höher rausgegangen als eröffnet. Also grundsolide Leistung eigentlich, ne? Das sieht auf anderen Indizes deutlich schlechter aus. Und da sollte man auch aufpassen, dass man von einem DAX nicht zu viel verlangt. Es gibt ja viele, die analysieren den jetzt ziemlich weit nach unten, weil sie sagen, der muss das jetzt noch nachholen, was die Amerikaner da nachgerissen haben. Ja, ich bin gar nicht so ein Freund davon zu sagen, okay, hey Freunde, guckt doch mal einen Euro-US-Dollar, wenn der 10% abgegeben hat, dann kann da natürlich auch eine 10% Schere zwischen Euro-Indizes und US-Indizes entstehen. Aber darum geht es gar nicht, sondern mir geht es immer darum, dass wir Markt für Markt analysieren. Das heißt, wenn wir uns den DAX anschauen, dann schauen wir uns auch wirklich nur den DAX an. Dann schauen wir nicht aufs Euro, dann schauen wir nicht auf den Euro, dann schauen wir nicht auf das Öl, schauen wir aber auch nicht auf die Amerikaner. Weil es eben einfach sein kann, dass der DAX sich unabhängig von den Amerikanern auch eigenständig entwickelt. Das ist immer was, das wollen viele Leute nicht verstehen und das sehen auch viele anders. Das ist auch okay, das kann ja jeder für sich handhaben, wie der will. Ne? Also gerade so diese klassischen Zurufe, die ich dann immer kriege, der DAX ist nur ein Lakai der Amerikaner und der dübbelt nur dem Dow Jones hinterher. Aber wenn ich mir dann solche Tage angucke, dann muss ich für mich festhalten, danke. Also ich habe in die 14.100 rein und so weiter, gucke mir das an, auch unten Gap Close 14.910 verteidigt, 61 Retracement von unten nach oben abgelaufen, schön nach oben, grüne Stundenkerze, Feuer raus, Tagesschluss kurz über die 14.000. Das sind dann so alles so Merkmale, wo ich sagen muss, okay, das ist halt einfach DAX. Das ist Charttechnik auf dem DAX, das spult er ab, das arbeitet er 1 zu 1 um, macht das mit Bravour und dann ist fertig. Und dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, okay, da muss jetzt noch 2000 Punkte fallen, weil die Amerikaner so weit gefallen sind. Das funktioniert so nicht. Also da bleibe ich mir auch treu. Ich weiß, das sehen ganz, ganz viele anders und fordern das immer wieder aktiv von mir ein. Also momentan ist auch wieder ein bisschen verstärkter, dass ich wahrnehme, dass die Leute mit der Analyse unzufrieden sind. Also sie schauen meine Einschätzung und sagen dann, hey, du analysierst das aber gar nicht so, wie ich das für richtig halte. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil ich bin letztendlich ein, na, von wahrscheinlich auch vielen anderen Analysten, der hier eine gewisse Expertise oder Erfahrungsschatz einfach hat und deswegen einfach analysiert und beschreibt, was er sieht. Das kann man als zweite Meinung hinzuziehen, muss man aber nicht. Aber was man auf keinen Fall machen sollte, ist, den Analysten, den man vielleicht sogar noch bezahlt, zu versuchen, in der Meinung zu drehen. Ne? Und das machen viele in so einem Momenten. Die sind selber short positioniert, wollen, dass der Markt fällt. Andere Analysten sagen, der fällt, aber der Martin steht halt da und sagt, ich sehe nicht, dass der DAX fällt. Ich sehe auch nicht mehr die brachiale Schwäche. Ich sehe, dass wir am Abwärtstrend knabbern, der reibt die ganze Zeit da rum und wird irgendwann oben rausbrechen. So. Und dann passt denen das nicht. Und dann sagen die, hey, du bist zu bullig, Alter. Was soll das? Ich bin negativ, die anderen Analysten sind negativ. Aber das ist meine Meinung, ja. Und wenn ich die jetzt verdrehen würde und ich würde euch jetzt sagen, ja gut, ich schließe mich jetzt dem an, was alle anderen sagen, dann brauche ich das nicht machen. Dann könnt ihr auch Analysen von anderen gucken, ja. Dann nehmt das und guckt nicht auf das, was ich mache. Aber solange wie ich das mache, werde ich ungefragt immer das so beschreiben, wie ich das sehe und wie ich das für richtig halte. Und für mich ist das hier jetzt
Das ist für mich kein Worst-Case-Chart. Das ist für mich nach wie vor ein korrektives Runtergeschiebe, was eigentlich darauf wartet, mal oben ein bisschen knallen zu können halt, ne? Und das kann jeden Tag, das kann jederzeit ansetzen, solange wie der da oben immer an dem Trend rumbastelt. Und von daher würde ich auch zum Montag sagen, Vorsicht und Obacht und nicht ganz so pessimistisch im DAX rangehen, wenn wir dann halt brachial das Ding wegdrehen sehen. Wir haben gestern gesagt, am Donnerstag gesagt, für die Analyse für den Freitag, ich will den DAX nicht unter 800 sehen, hält er sich aber darüber, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass er sich wieder ranarbeitet an die 14.100 und die 14.250. Er hat sich jetzt schon an die 14.100 rangearbeitet, hat sich dort abgeschossen, vollkommen legitim. Es ist ein wichtiger Widerstandsbereich, war zwar auch ein bisschen drüber. Sah auch danach aus, wie es geht, er gleich zu 250. Das ist aber egal. Er hat den ersten Bereich abgearbeitet, hat sich jetzt in den Rücklauf begeben. Das sind so etwa 61% von der Aufwärtsbewegung. Die hat er runtergedrückt, sich wieder hochgestoßen, über der 14.000 geschlossen. Ist für mich auch signalseitig sehr wichtig. Und da würde ich sagen, zum Montag gucken wir uns den genau an. Aber wenn der nach 10 Uhr, nach 11 Uhr neue Tageshochs generiert, warum soll der nicht auf 250 und höher steigen können halt, ne? Also da ist, Entschuldigung, aber das ist mir scheißegal, was die Amerikaner machen sollen, die verrecken, ja? Wenn der Euro dann auf 80 Cent runterfällt, zum Dollar, dann steht der DAX trotzdem bei 14.600 und dann juckt denen das ein Scheißdreck, was die da machen. Das ist dann einfach so. Und selbst wenn der Euro steigt, der DAX kann das trotzdem so machen, dann rechtfertigt er sich mit einem wieder gefallenen Ölpreis oder mit einem gestiegenen. Hinterher kann man da immer alles drehen und wenden, wie man das will. Aber am Ende ist es immer so, dass man ein Chartbild hat und das orientiert sich immer wieder daran an typischen Chartverläufen, ne? Sodass man immer wieder ableiten kann aus dem, was man sieht, was man schon mal gesehen hat und sagen kann, okay, also in typischen Fällen würde der DAX jetzt das und das machen. Und hier, wenn ich das jetzt hier so sehe, hätte ich eher die Angst, dass der mir hier nach oben nochmal einen schönen Spike reinspritzt und die ganzen Shorts rausruppt halt, ne? Und vielleicht nicht mal sogar nur, um die Shorts rauszuruppen, sondern einfach, weil es sich noch eine dynamische Bewegung nach oben gönnen will, bevor er dann wieder richtig fällt. Ne? Also von daher, ich bin hier ein bisschen auf der Oberseite noch ein bisschen auf der Hut, bin auch, wie ich das für den Freitag schon gesagt habe, gar nicht so negativ eingestellt, eher sogar fast ein bisschen leicht positiv eingestellt. Ja, und würde schon denken, dass unser DAX hier durchaus das Potenzial hat, 250 da den Gap Plus zu machen. Ja, und wenn er da oben steht, mal einen ersten Schritt darüber, vielleicht eine 330, 350 vielleicht sogar, einfach mal anzutesten, ist durchaus legitim. Ja, alles, was er dafür machen muss, wieder die 100 einnehmen, sich stabil drüber stellen und dann wäre 250 die nächste. Und ich denke nicht, dass von 250 jetzt dann in die Knie geht, sondern sich eher drüber arbeitet Richtung 350. Und deswegen würde ich sagen, zum Montag, wenn der nach 10 Uhr, nach 11 Uhr oder über der 14.100 rumturnt, neue Tageshochs reindrückt, eher Richtung 250 und, oder 2, ja, 250, 270 und 350. Ja, das wären so meine Ziele auf der Oberseite. Sollte der aber Schwäche zeigen, dann bin ich auch der Letzte, der sagt, hey, warum? Ich habe gesagt, der ist bullig, ich handle nicht short und so. Nee, 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 nee. Also wenn der wirklich Schwäche zeigt und der uns auch unter der 13.800 jetzt wieder abhaut, das gilt genauso weiter, wie das für den Freitag gegolten hat. Ne? Also da würde mir jetzt sogar schon reichen, wenn er unter 8.50 abhaut. Ne? Also wenn er da runter durchdrückt. 8.50 und 800, wenn die fallen, gerne. Dann short man den bis sonst wo rein, weil auch mit dem letzten Tief hier unterhalb des Gap Close hier 700, das war Unterstützung gewesen. Wenn das dann auch nochmal fällt, das haben wir auch am Freitag schon so gesagt, dann kann der tiefer und dann macht er auch hier vor einem neuen Tief nicht halt und geht unter die 350. Aber solange das nicht kommt, ja, trade ich das noch nicht an. Ja, weil ich sehe, der DAX kommt einfach viel zu oft wieder nach oben und es scheint Leute da zu sein, die den kaufen und die ignoriere ich nicht einfach und sage, die haben keine Ahnung. Das sind ja die Jungs, die das große Geld schieben. Das sind die, die Kurse bewegen und verändern. Ja, und denen versuche ich zu folgen, mit dem Geld zu schwimmen. Ja, nicht gegen den Trend anzusetzen, nur weil andere Indizes da irgendwie was vorgeben. Ja, also, ich weiß, das ist kritisches Thema, da kriege ich auch immer ganz, ganz, ganz viel Kritik für, aber das ist halt meine Lesart, das ist meine Meinung und entweder man möchte die zweite Meinung hören, dann sollte man auch mal akzeptieren, dass das vielleicht nicht synchron mit der eigenen Meinung ist. Das gehört einfach dazu. Aber das ist, in meinen Augen ist das wichtig. Ja, das ist wichtig. Ja, da muss man aufpassen, dass man sich sowas nicht kaputt macht, indem man dann sagt, hey, hier Martin, ändere doch mal deine ganzen Analysen. Du machst doch nur Scheiße hier. Ja, gut. Also, wir lassen das dabei stehen. Unter der 800, unter der 850 triggert sich unser DAX ein, kann unter die 700 fallen. Kann hier Richtung, ja eigentlich, das nächste Ziel ist dann hier halt wirklich 350, ne? Der geht dann wieder auf die 500, dann geht er auf die 350. Das sind so die Ziele auf der Unterseite, wenn 850, 800 fallen. Solange die aber nicht fallen und er sich wieder über 14.100 turnt, dann 14.250, 14.270, 14.350, 360.
Ja, gut, dann mache ich jetzt hier zu, wünsche euch gutes Gelingen, viel Erfolg morgen und ja, bis morgen. Ciao.